Und herzlich willkommen bei Pippi Autofliege Polierpol. So, liebe Leute, ja, wir gehen heute wieder das Thema ADBL Schaumsprüher an. Wir haben vor ein paar Wochen, habe ich den euch gezeigt, ja, in allen verschiedenen Varianten mit, ja, Mischungsverhältnisse, alles Mögliche und auch verglichen mit unseren, ja, Giganten, ne? Und heute wollen wir ein Problem angehen, was so entstanden ist jetzt. Der Sprüher ist jetzt seit, glaube ich, 2 Wochen auf dem deutschen Markt erhältlich. Also ihr könnt in den Shops bestellen. Und ja, jetzt hat sich ein Problem herausgestellt. Anscheinend ist der Schaumsprüher, die Schaumsprüher-Version, also der BFF, mit falschen Bauteilen, ja, bestückt. Und somit funktioniert der nicht richtig. Und das wurde bemängelt. Ich glaube, das ist jetzt im Moment nur bei dem Schaumsprühfunktion, also bei dem BFF. Also ich habe hier die Kombi, da ist alles in Ordnung, das ist alles tutti. Aber wenn ihr nur den BFF gekauft, dann gibt es da ein Problem. Und zwar sind da wohl falsche Bauteile mit drin. Und das wichtigste Bauteil ist, denke ich mal, hier dieser Nippel, beziehungsweise der schwarze, der eigentlich zu dem Schaumsprüher dazugehört. Also das ist der schwarze Nippel hier. Der hier, der ist wichtig, denke ich mal, für die Schaumbildung. Und ja, der ist, glaube ich, vertauscht. Da sind Kunden, die den weißen Nippel da drauf haben oder auch komplett den falschen Schlauch, weichen Schlauch. Und auch hier dieses Siebchen, was da unten dran schwimmt. Also so ist die richtige Kombination, so müsst ihr das haben. Und die andere Kombination ist halt der BFS, das ist für die Drucksprühvariante. Da habt ihr einen Flexi-Schlauch, das ist so eine Silikonart, und hier habt ihr auch einen weißen Nippel und dann ein Siebchen mit, ja, ja, mit Gewicht, das ist etwas schwieriger, damit das in der Flüssigkeit schwubbeln kann. Also, ja, dann kann das in der Flüssigkeit schön hin und her schwimmen quasi und ist immer in Flüssigkeit. Das ist also, wie gesagt, die BFS, also Druck, für den Drucksprüher, die Kombination, also das Bauteil. So, jetzt haben wir uns das mal angeguckt. Vielleicht kann man da ja vielleicht ein bisschen hin und her wechseln. Vielleicht klappt das auch. Und wir können mal mal rausfinden, was für ein Bauteil wirklich wichtig ist für die Schaumbildung. Ja, da habe ich ja schon gesagt, also hier bei dem schwarzen, ich habe schon Unterschied erkannt. Der weiße, der ist etwas dicker. Der weiße ist etwas dicker, weil der einen ganz anderen Schlauch hat. Der hat den Flexi-Schlauch. Der legt sich richtig schön rein. Also den kann er schön zusammenstecken. So, so sitzt er drin. Da passt aber der Nippel nicht so wirklich rein, weil der ja was dünner ist. Der ist dünner. Und der rutscht so wieder raus. Das gleiche ist auch an den Siebchen da unten, ne? Also schaut mal hier, der ist dicker und der ist dünner, ist ja klar. Der muss dann halt in dem Flexi-Schlauch, damit das schön flexibel hier drum passt. Ich hoffe, ihr seht das. Ich hoffe, der fokussiert da nicht so komisch. Ja, und hier habt ihr dann auch den Unterschied, ne? Ist auch dünner, steckt mal drauf, sitzt auch fest drauf. Der Flexi-Schlauch, habt ihr ja gesehen, der ist ziemlich lose dann drauf. Also den würde ich jetzt, die Kombination würde ich dann nicht machen mit dem Flexi-Schlauch, ne? Also, ja, und hier haben wir dann auch, an dem weißen Nippel haben wir kein Loch. Und hier haben wir ein Loch drin. Ich weiß nicht, ob ihr das durchschauen könnt durch das Loch. Ich weiß nicht, ob das klappt. Hier genau mittig D2 ist ein Loch. Das ist bei dem nicht so. Also das ist bei dem hier gar nicht so. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wir können das ausprobieren. Also bleibt dran. Bis dann sage ich erstmal, ich
zoome euch mal hier näher ran. Ich habe hier vorbereitet, da ist Snowform drin. Ja, ich habe da jetzt, ist glaube ich ein Liter oder wann ist da drin jetzt? Noch nicht ganz ein Liter. Ich habe das vorhin schon experimentiert für euch. Wir werden jetzt mal die Schaumfunktion, wie es sein muss, ausprobieren. Schwarzer Nippel, steifer Schlauch und hier das Siebchen. Das ist so ein bisschen feiner, finde ich, das Siebchen. Sieht so aus für mich. Und dann stecken wir das Ganze mal hier rein. Wo haben wir den? So, den stecken wir dann hier fest drin. Schaut mal hier. So, siehst du, da ist auch alles fest. Ne? Der hier auch, der sitzt auch fest, schön dran an dem Schlauch. Und schon haben wir den Schaumsprüher wieder fertig. So sollte eigentlich die Kombination sein. Wir haben auch einen perfekten Schaum. So, wir drehen uns mal zur Wand. So, da habe ich die schwarze Wand hier. Also ihr seht, ich habe hier noch ein paar Überreste hier an der Wand. Ja, schaut mal. Funktioniert so, ja. Gut, jetzt kann man sagen, okay, man kann auch mit schon einer Mischung arbeiten, aber uns geht es jetzt darum, ob der sprüht oder nicht. So, jetzt gehen wir mal hin und machen den weißen dran. So, ich habe jetzt den weißen hier. Schaut mal hier. Ist alles gut dran. Stecken wir dann hier in den Kopf rein. So. Pumpen wir auf. So, schaut mal hier. Ja. Da hat er direkt Wasser. Ja, da hat er direkt Wasser. Das ist eine klare Brühe, sag ich mal. Ja, also ist wirklich unser schwarzes Nippelchen eigentlich der ausschlaggebende Punkt. So, jetzt mache ich den schwarzen, mache ich jetzt hier dran, an dem Schlauch von dem Drucksprüher. Also der schwarze Nippel mit dem Schlauch und dem Siebchen von dem Drucksprüher, von dem BFS. Jetzt wollen wir mal gucken, ob es trotzdem schäumt. Also hier, schaut mal hier. Schaut mal hier. Ja, wie gesagt, den Schlauch, das Siebchen mit dem schwarzen Nippel. Ja. Ja, der spuckt noch ein bisschen mehr. Ich denke mir mal wirklich, das liegt an dem Siebchen unten, weil der ja grobporiger ist. Also nicht so feinporig. Ich glaube, der lässt mehr Luft irgendwie da durch. Keine Ahnung. Ich werde den hier jetzt mal ändern. So, schaut mal hier. Wie gesagt, der ist dünner hier und sieht so aus. Und ja, hier, schaut mal hier, ziemlich locker drauf, aber wir können es mal ausprobieren. Mit Schwarz natürlich. Dann schauen wir mal. Ja. Ja, der Sprüher ist schon fast leer. Ja, spuckt aber auch trotzdem noch ein bisschen. Ich denke mal, weil er schon ziemlich leer ist, da ist schon nichts mehr an Schaum, Snowform mehr drin. Also ist schon fast leer. Also, wie gesagt, also egal, ob welchen Schlauch, welchen Siebeinsatz ihr habt, wichtig ist halt, ja, die Nippelkes. Ich komme zum Fazit. Ja, ich habe es ausprobiert für euch. Also, es liegt wirklich an dem Nippel. Wenn ihr den falschen habt bei einem Schaumsprüher, also statt den schwarzen oder weißen, dann kann es nicht funktionieren. Dann habt ihr ja, Wasser, kommt nur Wasser raus. Kein richtiger Schaum, richtig Wasser. Und ihr müsst darauf achten, dass ihr wirklich den schwarzen Nippel habt in dem Schaumsprüher, in dem BFF ist das. Ob Schlauch oder den Sieb von dem Drucksprüher,
Das macht nicht viel aus, aber ich habe euch ja gezeigt, besser ist, wenn das wirklich die Bauteile drin sind, die auch wirklich für den jeweiligen Sprühertyp ja, angedacht sind. Ne? Also da habt ihr da perfekt alles, ne? Weil ihr habt ja gesehen, dieser Flexischlauch oder dieser Silikon ist das, glaube ich, mehr so richtig flexibel. Der hält auch nicht wirklich auf dem Siebchen Schaumsprüher, ne? Ja, schaut mal hier, ihr könnt das so abziehen, ja, dann ist es zu locker und ja, und hier ist es etwas dicker, man muss auch, ich denke mir mal, das hat auch irgendwie wirklich auch ein Auswirken auf den Schaum, ne? Ihr habt ja mehr Luft, würde ich mal sagen, mit dem durchgezogen, ja, ich weiß es nicht, also am besten guckt, dass er die Teile von dem jeweiligen Shop, wo ihr den Sprüher gekauft habt, bekommt. Reklamation ist ja kein Problem. Der Sprüher hat einen Mangel, ist ja kein Problem, dass dann die Shops das austauschen. Gut, an dem Shop liegt das ja nicht wirklich. Das liegt eher an den Hersteller, die halt die Pakete verkehrt gepackt haben. Und ja gut, da haben jetzt die Shops quasi auch jetzt ein bisschen Ärger damit. Ne? Die müssen das ja alles wieder auch reklamieren von euch aus, ne? Also das ist schon wieder ein bisschen unglücklich gelaufen, sage ich mal, aber ist halt so. Und ja, viele haben sich ja gefragt in den Foren, in den Plattformen, ja, was Nippel, Schlauch, was Siebchen, Filter, was ist jetzt ausschlaggebend für das Schaumbild? Und das haben wir ja gerade gesehen, wie gesagt, halt. Die sehen zwar beide gleich aus, einer ist etwas dicker im Umfang, der andere dünner und der schwarze, der hauptsächlich für den Schaum wirklich zuständig ist, ist halt, hat hier mittig ein Loch, das hat der hier nicht, der weiße. Ich glaube mal, das hat Auswirkungen auch auf den Schaum und dann, ja gut, dann hat er hier im Schaumsprüher, müsst ihr mal gucken, hier drin ist ein Filzeinsatz, den hole ich jetzt nicht raus, aber da ist auch ein Filzeinsatz. Manche sagen hier auch schon, dass dieser auch schon teilweise fehlt, wo glaube ich, aber das kann ich jetzt nicht so wirklich sagen, dass das stimmt oder wie auch immer, das ist alles unter Vorbehalt. Also das kann ich jetzt nicht sagen, aber hier das Problem ist halt dieser Nippel. Ja, gut, ich hoffe, ich habe euch so helfen können, so ein bisschen für ein bisschen Einblick und ich habe es auch mal schön getestet. Ne? Ist ja manchmal besser, wenn man das optisch sieht, ne? Als wenn man da Fotos hin und her schickt und ja, und der eine sagt so, der andere so. Ich denke mir mal so, wie ich das jetzt so gezeigt habe, mal im praktischen Test, ist das vielleicht verständlich. Wenn nicht, dann schreibt mir das in der Infobox. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, abonniert mich und dann schönes Wochenende und dann sehen wir uns. Ja, bis dann, euer Pippi Outflick Polierboy. Tschüss.